Hallo und willkommen zurück bei Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands mit der Tibra Nachtwind. Hallo, Anduin Twin Dylan und wir unserem kleinen LKW. Genau, den aber ein bisschen delogiert, aber die Fracht ist drin, ja, aber ganz nirgends runtergekollert. Ganz wenig, weil nur Autos, die zu langsam waren, die haben ein bisschen von der Straße gedrängt. Juhui! So, da ist erst das Teil. Katari hier, Nomad. Das Paket wurde abgeliefert. Das gehört dir. Danke, Kumpel. Ich stehe in eurer Schuld. Der Impfstoff wird Leben retten. Sehr gut. Fein. Und das nächste wird das große Finale des Regionschefs hier von dem Gebiet. Mhm. Und zwar ist das der El Emisario in dieser Villa. Markiert ist sie mal. Oh. Ah, da drüben wieder. Okay. Das werden wir dann als nächstes angehen. Machen wir sich wieder am Weg. Ja, genau. Alles klar, dann. Hallo und willkommen zurück bei Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands mit der Tibra. Grüß euch. Und mir, dem Anduin. Grüß euch. So, ja. Ja, wir sind bei der Villa vom Drogenbaron, ne? Kurz davor. Naja, ja, also einem kleinen Unterboss. Das sind schon mal Spurgernaufen, ne? Den Boss der Bosse, das ist nur ein weiter Weg. So, dann gehen wir mal auf unser Scharfschützengewehr. Und ja, hier Achtung, seht ihr die Imposante-Patrouillen im Gebiet. Vielleicht sind die hier, weil wir in Okoro so viel Staub aufgewirbelt haben. Wenn vermutlich noch ganz andere Gebäude kommen. Mhm. Ich sehe ein zweites Ziel, hab ein drittes Ziel. Ja, ich glaube, beide werden wir nicht auf der Seite bleiben. Nein. Soll ich schauen, dass ich da rüber komme auf dem anderen Hang? Das wäre vielleicht nicht schlecht, gell? Ja. Ich drüben bin. Ja. Dann mache ich mir mal einen Weg und ich würde mich allerdings auf das Plateau da unten legen, weil da ist kein Gras und das Gras stört mich. Ja. Da kannst du mal aufdecken. So. Ich schau mal, dass ich da rüber komme. Ja, da sind ein paar. Und das hätte ich früher denken können. Dann muss ich da ja besser aufteilen. Ziel Nummer 10, da. Okay, irgendwie ist mir das die Durchbelegung verhunzt, aber ich werde schon packen. Hast du das verstellt? Na, da war ein Update. Date. Zielgesichtet Nummer 15. Okay. Ups, unten bleiben. Das ist du? Ja, ja. Okay. Und ich hab durch den Garten gehischt auf der anderen Seite. Okay, irgendwie. Ja, irgendwie haben wir das Gefühl, mit den Updates haben die Bugs eingebaut. Ja, also ja. Alleine die Hinfahrt jetzt daher, das wäre ja schon sehenswert gewesen. Und die Tibra ist mitgelaufen. Obwohl also ich im Wagen gesessen bin. Der hat das ja schon ganz gut funktioniert, ne? Ja, das war eigentlich etwas, was bis jetzt sehr fehlerfrei war sogar. Ah, dort ist mein Plateau. So, ich glaube, ich muss von meiner Seite da rüben dann noch ein paar aufdecken. Aber die Tibra hat da eh schon jede Menge. Ja, aber ich glaube, das ist nicht alles. Ja, ich sehe da jetzt einmal zwei. 20 fast ein Platoon. Shit, da ist irgendwo Hubschrauber. Ja. Kommt gerade in deine Richtung. Ja, das ist aber schlecht, weil ich bin. Zwar vom Westen her kommt er. Er fliegt direkt auf dich zu. Er fliegt vorbei. Okay. Wenn ich Glück hab. Zielbereich direkt vor uns. Macht euch bereit. Bowman kann es kaum erwarten, sich El Emisario vorzuknöpfen. Also passt auf. Wir brauchen ihn lebend. Verstanden. Okay. So. Ich werde den da mal wegnehmen, weil der steht bei mir hier oben. Ja, weg damit. Wie ist es? So.
Da gibt es dann noch immer ein paar heile Stellen. Also so, ich werde dann noch ein bisschen schärfer reinschauen. Ah, ja, ich habe wieder einen gefunden. Da ist einer. So, die, wo sie einzeln im Garten herumlaufen, die könnten wir, glaube ich, auch eliminieren, oder? Ja, kann man. Ich schau mal grad, ja, da sind nur Flecken. Ja, da sind noch genug Flecken. Ich glaube, da ist einiges im Haus. So, ich gehe mal da rüber. So, ein Schmal mit dran. Okay, da hast du eigentlich schon. Wo ist denn dieser, also die Hubschrauber? Naja. Könnten wir schon langsam, glaube ich, starten. Naja, da vorne ist alles so geballt. Da braucht man Granate, irgendwas mit Wumms. Naja, die, also ich würde sagen, wir nehmen einmal alle Einzelnen weg oder Kleingruppen. Mhm. Und die große Gruppe geht dann gegeneinander los, sobald du einen ausschaltest, weil sie glauben, dass das ein Anschlag von der jeweiligen Gegenpartei war. So, da bei mir ist da einer alleine, den nehme ich jetzt gleich mal. Okay. Ah, den wollte er gerade anvisieren. Sehr gut. Ah, da komm schon, kleiner. Da ist auch einer. Shit, ich hab den nicht erwischt. Scheiße! Ja, jetzt haben wir ihn allein. Jetzt ist er. Naja. Ach du Kacke. Ich kann nur... Ach du bist das da oben. Okay. Witzigerweise können sie nicht auf die Felsen rauf schießen. Ich glaub so nicht. Oh nein, dann. Nur wenn ich über die Kuppe schaue. So. Bei Mumidata dabei ist, wenn man da verstärken von denen. Wechselt wieder mal die Stelle und dann schießen sie sich da rein. Okay. Der ist weg. Ich glaube, die ersten kommen nämlich sogar schon noch einen rauf. Ah, okay. Sehe ich. Ja, stimmt. So, da dann. Schauen wir mal. Scheiße. Läuft da der Sack? So, der ist auch weg, und die Datenpatrouille kommt. Okay, wo kommt die rein? Ah ja, da kommt die rein. So, ich gehe wieder auf meine ursprüngliche Position. Mhm. Und dann können wir da gleich mal einige wegnehmen. Ich glaube, die sie, ja, die sollte von mir da ganz gut sehen. Ich sehe genau nichts von denen. Jetzt mal auf den Stein.
Okay. Weg mit dir, da drüben ist noch einer. Shit. Oh, jetzt drin. Der steht an der Mauer, das ist gut. Fast weg. Da muss man immer zwei schießen bei den Säcke. Ja, die haben Panzerwesten an. So, nächste Unitat-Patrouille. Nicht so viel Munition, die Schussschützen hier jetzt, ne? Ich mag nicht. So. Oh, scheiße. Scheiße. Der Helikopter. Ich sehe ihn nicht, ich sehe ihn nicht. Scharfschützengewehr ist leer. Okay. Und da kommen die nächsten. Helikopter ist hinter mir. Ja, der war auch schon hinter mir. Geh weiter. So ist beruhigt. Okay. Ich liege im Gras. Büsche sind da nicht wirklich. Du Arschloch. Wo bleiben die Rebellis? Oh, oh. Ich muss weg, die suchen wir. Ja. Diese Patrouille ja, unterwegs. Ah. Ich bin Gott sei Dank. Ich warte, bis ich wieder aufstehe. Bin nur gespannt, wo du aufstehst. In der Nähe von dir. Ja, ja, aber ich hoffe nicht unten bei der Villa. Okay, die haben sich beruhigt. Und hauen ab. Okay. Ja, toll. Okay. Also bei dem Spawnpunkt
berücksichtigen, sondern die geografischen Gegebenheiten nicht einfach irgendwo entfernen. Okay, in einem Umkreis. Mal hingesetzt, ich stehe vor der Steilwand. Keine Ahnung. Uff, shit. Jetzt drauf kommen. Jo. Da geht's nix. Nochmal. Na. Ach, das kann jetzt nicht wahr sein. Du bist da unten. Hey. Ja, da sind zwei Unidats, die kommen auf dich zu, ne? Ja, die sehe ich schon, aber ich frage mich, was hast du jetzt geschossen und die können mich nicht sehen. Jetzt okay. Kommt nur ein Dritter, jetzt wird es gleich wieder lustig. Alter, da kann man. Da kann man sie im Gegensatz auch schauen. Na gut, das überlebe ich wieder nicht. Naja, dabei. Okay. Ach Gott. Es ist. Ach ja. Wer schießt auf mich? Noch so. Pedi. Dunkelinze, das ist immer. Ja. So. Oh, du bist ja mitten in dem Gebiet. Hallo? Ich sehe mich noch nicht einmal über den Ladebildschirm. Keine Ahnung, wo ich bin. Okay. Okay, da schießt wieder wer an die Liegeschüsse. Okay. Gut, ich würde mal sagen, wir sind sowieso schon mit der Folge voll. Nein. No. Ja? Nein. No. Sehr kurzweilig. Wo kommen überhaupt die Santa Blanca her? Da bin ich jetzt da. Ganz Rappel von denen. Merkwürdig. Mhm, die sind dort. Ja, aber da ist ja mitten Pampas, da ist ja nichts. Da ist kein Stützpunkt, nichts. Die sind dir gefolgt. Ich bin gerade aufgestanden. Beim ersten Mal. Jetzt bist du nochmal dort. Ah, das sind die von dem Turm. Ja. Ah, okay. Munition. Ah ja, Blödsinn. Das ist ja geändert, gell? Man kriegt ja keine Munition mehr. Mhm. Ah ja, stimmt. Mal schauen, ob es da in der. Ob es in der Basis was haben. Am Turm ist einer weg.
Naja, warte mal, da könnten wir da sein. Ist gar nichts, weil das mit so anzeigen. Ne? Okay. Aber es gibt, glaube ich, auch keine Munition, weil das, da hätte ich auch eine Anzeige, glaube ich. Ich weiß von da oben, dass unten eine Munition ist bei der Villa. Mhm. Aber das hilft uns wenig, ne? Ja, stimmt, da ist keine. So, dann runter. Das ist jetzt beruhigt, ja. Mhm. Die sieht da wirklich, ne? Ja. Interessant. Und da läuft dann ins Gebäude rein, wirklich so. Und da unter uns bewegt sich auch noch irgendwo, ne? Mhm. Ja, da. Der ist im Schatten, ja. Die Felsen. Wir schauen, ob ich den irgendwie erreiche. Weiter, unter dem weißen Gebäude, weiß ich, ist ein. Eine Munitionskiste. Och. Wo? Wo? Na, die kommen von da nicht mehr weg. Ah, das will ich. Die Felsen. Ja, so, der Gebäude ist weg. Der Hund ist dort. Drüben ist irgendwo einer. Zwei. Okay. Na gut. Ah, du bist schon unten. Sehr gut. Soll ich runterkommen? Nein, 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 bleib da oben, bitte. Erstens einmal wissen wir nicht. Zwischen den Autos müssten zwei Soldaten stehen. Nur auf die habe ich keine Sicht. Schauen wir, ob ich da zum Eingang komme. Mhm. Ich muss mich wieder hinlegen, sonst. Okay, den einen Unidad im Haus habe ich weggeschossen. Du kannst runterkommen, wenn du willst. Okay. Dann werde ich schauen, dass ich auch noch zu dieser Waffenkiste komme. Ich bin ziemlich am Ende. Es muss nur einer im Haus sein. Ja, ja, das weiß ich, das weiß ich. Aber der ist ganz oben. Da habe ich aber einen Weg ballert. Ja, es ist trotzdem einer. Da ist er. Hab ihn.
So, jetzt warten wir noch, bis die Keeper kommt. Mhm, bin am Weg. So, ich ran, weil ich glaube, die kommen da schon wieder rauf. Ja, die Patrouillen fahren jetzt alle weg, also wenn die keiner sieht, dann... Ich bin schon da. Stiegen rauf, wo? Gleich beim Eingang. Ah ja, da sind Stiegen. Ja. Na bitte, nacheinander fahren sie. Okay, noch ein Stück rauf. Nee. Doch. Sag mal, bin ich blind? Ich sehe keine Stiegen rauf. Wo bist du? Ich bin da draußen. Ah, da. Und da. Ah, ja. Kommt man auf die Dachterrasse. Mhm. Da jetzt rein. Ach du Scheiße. Ladies and Gentlemen, El Emisario ist soeben abgetreten. Lieber tot, als sich vor seinem Großvater zu verantworten, das ist krank. Hat wen dazu getrieben? Komm, hör auf mit dem Scheiß, es war seine Entscheidung. Wir müssen ihn durchsuchen, vielleicht hat er etwas bei sich. Hey, das ist ein Abschiedsbrief. Bowman, hier Nomad. Wir haben El Emisario. Er ist tot. Was passiert? Selbstmord. Hat El Sueño eine Nachricht verfasst, dass er die Schuld für die Labore in Okoro auf sich nimmt. Konnte wohl nicht ertragen, seinen Großvater zu enttäuschen. Der Scheißkerl, wir hatten El Jato schon im Sack. Und jetzt das. War wohl doch nicht so ein Versager, wie wir dachten. Er hat nur nicht das gemacht, was wir erwartet haben. Das kommt schon mal vor. Machen Sie so etwas öfter? Ich tue, was der Job verlangt. Genau wie Sie. Gut. Okay. Ich glaube, wir haben es. Da gibt es jetzt da dieses Video. Das werden wir sie dann in der nächsten Gute Folge... Gute Arbeit. Ihr Team hat Santa Blancas Stellung im Kokaingeschäft einen schweren Schlag versetzt. Und die Befreiung der Klinik und die Impfstoffe haben eine Menge Leben gerettet. Allzeit bereit. Das Kartell wird versuchen, den Umsatzausfall wettzumachen. Mag sein. Aber wenn sie nicht bezahlen, kostet sie das Loyalität. So ist es. Ich melde mich wieder. Okay. Okay. Gut, schauen wir mal da über die Kante runter. Das Haus ist sowieso scheußlich. Ah, da bist du wieder weg. Okay. Moderner Porno-Stil. Ja. Oder? Ja, wirklich wahr. Schaut aus wie früher. Na gut. Wir werden sich die Karte anschauen, was die nächste, das nächste so bietet, oder? Ja. Ich habe nur als großes Bild zum Abschied des Eingangsbereichs von dem Haus. Ja, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, trotz des, des Einsatzchaos und der 100.000 Leichen, die es gerade gegeben hat. Mhm. Und dann schaltet beim nächsten Mal wieder ein bei Don Clancy, Ghost Recon Wildlands mit der Tibra und dem Anduin. Bis dahin, ciao, ciao. Ciao.